Es ist Valentinstag, my friend. Jedes Jahr an Valentinstag ist unser Endgegner Instagram. Meine Frau guckt Carinas Story und sagt, guck mal, ihr Freund hat ihr 1000 Luftballons in Form eines Herzens geschenkt. 1000 Euro, die sich in Luft auflösen, du Jockel. Schatz, ich habe eigentlich eine Reise auf die Malediven für uns zwei gebucht mit Fischpediküre, wo sie so sanft die Hornhaut abknabbern. So sanft, dass letztens einer Frau der ganze Fuß amputiert wurde. Aber leider wurde ich krank. Verstehst du, genau wegen solchen Instagram-Valentins muss ich jedes Jahr immer das Gleiche eine Woche vorher anfangen zu husten und vorzutäuschen, dass ich eine Salmonellenvergiftung habe und leider nirgendwo hin kann, Schatz. Aber dieses Jahr kam alles anders. Sie hat mir ein Geschenk gemacht. Augenlasern, dass ich wieder klar sehen kann. So klar, dass ich verstanden habe, dass ich vor 5 Jahren die falsche Entscheidung getroffen habe. War blind vor Liebe. Wie mein Freund Felix, der an Valentinstag einen Kredit aufgenommen hat, um seiner Freundin Oksana eine Chanel-Tasche zu kaufen. Nach 3 Tagen Beziehung. Und die Moral von der Geschichte? Felix hat jetzt Stripper. Und Oksana durchgebrannt mit seinem besten Freund Jonathan, dem Stripper.